Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Gedanken zum Sonntag ex Audi. Das ist der Sonntag nach Himmelfahrt und normalerweise haben wir dort immer Konfirmation gefeiert. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist die Konfirmationsgruppe jetzt im Frühjahr kleiner geworden und die meisten werden August, September zur Konfirmation gehen und dadurch gewinnt der Sonntag wieder die Freiheit, ein normaler Sonntag zu sein, eben der Sonntag ex Audi. Denjenigen, die konfirmiert worden sind, jetzt herzlich Gottes Segen. Namen nennt man ja im Internet nicht, aber die konfirmiert worden sind, wissen, wer gemeint ist. Und ich fand, es war ein schönes Miteinander, auch mal eine interessante Erfahrung in einer kleineren Gruppe. Aber nun beginnen wir den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor, dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn, um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf, und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ein Psalm, wie wir den immer mal wieder haben. Der Psalm klagt falsche Zeugen, klagt Verfolgung ein, aber im Wesentlichen drückt er Vertrauen zu Gott auf. Vertrauen zu Gott, trotz allen Augenscheins. Nämlich, da ist eine Bedrohung da, die sehr massiv ist. Sehr massiv ist. Und die Bedrohung wird dadurch in ein anderes Licht gestellt, weil der Psalmbeter weiß, dass Gott sein Versprechen gegeben hat. Der hält diese Bedrohung aus, weil er auf Gott vertraut und in diesem Gebet Gott anruft, ihm zu helfen. Eine interessante Frage, wann wir das zuletzt gemacht haben, wann wir es gewagt haben, trotz aller Widrigkeiten im Leben, trotz aller Gefahren und Ängste, dennoch zu wissen, dass da einer ist, der über diesen Ängsten steht, der helfen kann. Wann haben wir es zuletzt getan, dass wir in unseren Ängsten Gott angerufen haben, statt einfach von hier nach dort zu fliehen, uns zu vergraben und zu tun, als wenn es vielleicht an uns vorbeigehen könnte, wenn wir nicht gesehen werden, wenn die Gefahr mich nicht wahrnimmt. Aber hier steht einer in der Gefahr und er ruft Gott an, weil Gott sein Versprechen gegeben hat. Er nimmt Gott beim Wort. Und vielleicht wäre das auch für uns die Taktik, uns nicht zu verkriechen, sondern Gott beim Wort zu nehmen, ins Gebet zu gehen und Weisung zu erfahren, wie wir in dieser Welt und in dieser Zeit seinem Wort Rechnung tragen, seine Liebe bezeugen unter allen gegebenen Umständen und wie wir in dieser Zeit ohne Verzweiflung bei aller Panikmache unseren Weg im Glauben gehen können. Dazu, Herr, bitten wir dich, hilf uns und erbarme dich. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Christus, erbarme dich, Christe eleison. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Gott ist bei uns, hat sich unser erbarmt und hat uns sein Licht gegeben in unserem Herrn Jesus Christus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Darum Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, bei den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, in aller Bedrängnis zeigst du uns, dass du bei uns bist.
manchmal unerkannt, aber manchmal ganz stark, indem du uns stark machst, da, wo Menschen uns schwach sehen wollen, wo sie uns einschüchtern wollen, wo sie uns Angst machen wollen, wo sie denken, wenn wir immer weniger im Leben sind, dann sei das Leben immer ungefährlicher für uns. Aber nein, gerade in der Vereinsamung, gerade da, wo ich den anderen nicht mehr wahrnehme, ist die Gefahr besonders groß. Ist die Gefahr groß, nur auf mich geworfen zu sein und keinen Weg mehr zu finden. Denn zum Wege finden brauche ich dich und andere Menschen. Brauche ich Gemeinschaft, um mich in den Augen der anderen Menschen wiederzusehen und dann zu erkennen, was ich bin. Einer, der etwas tun kann. Einer, der auf dem Weg ist. Einer, der in dieses Leben mit den anderen hineingehört. Nur wenn ich das sehe, wenn ich sehe, dass ich nicht allein bin in aller Not, dann finde ich in dir Hilfe, in Jesus Christus, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lade euch ein, die Worte des Evangeliums für den heutigen Sonntag zu hören. Das Evangelium steht bei Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkünden. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, dieser Text des Evangeliums hat eine ganz besondere Stelle. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, was ist daran gut? Wenn jemand, der mir Orientierung gibt, der plötzlich nicht mehr da ist. Was ist daran gut, wenn jemand, auf den ich vertraue, nicht mehr an meiner Seite geht? Was ist daran gut, dass Jesus dann nicht immer bei den Menschen ist? Im Gegenteil, das wäre doch für die Religion, für uns, das wäre doch super klasse. Jesus immer da, man kann immer fragen. Ja, ist aber nicht so. Und er sagt, es ist gut, dass es so ist. Warum ist es gut? Das beantwortet er gleich in der nächsten Zeile. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Tröster. Wir sagen, das ist der Geist Gottes, der die
Jünger ergreift, der sie begeistert, der Geist Gottes, den wir ja einen Sonntag später feiern. Pfingsten. Pfingsten als Geburtstag der Kirche, die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Aber ist das denn besser, als wenn Jesus selbst bei uns wäre? Darüber kann man sich natürlich streiten, aber wir müssen es von einer anderen Warte sehen. Der Geist Gottes entschränkt. Das Positive an Jesus ist, dass er uns in Augenhöhe begegnet, dass er uns als Freund und als Mensch begegnet. Aber selbst in seiner Auferstehung sind ja diese Begegnungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Sie sind immer bezogen auf diese eine Person Jesu. Der Geist aber, der Geist Gottes, bringt quasi das, was Jesu Person darstellt, in die Herzen der Menschen. Der ist nicht exklusiv und scheidet die einen von den anderen, sondern er verteilt sich quasi auf die, die jetzt schon sich Jesus anvertrauen, aber auch auf die, die ihr Wort hören. Das ist sozusagen wie die Entschränkung dessen, was Jesus ist. Jesus in der Begegnung aller Menschen, die von ihm Zeugnis erhalten. Das kann man natürlich als einzelne Person gar nicht leisten. Aber dieser Geist, der sich verteilt, diese Botschaft, die ausgesagt wird, die schafft das, was Gott will. Nämlich die Verkündigung an alle Menschen über die Wahrheiten, die Jesus in die Welt gebracht hat. Die Verkündigung an alle Menschen über das Gute, dass sie nun Hoffnung haben und dass Gott sie nicht einfach hängen lässt in einer Welt mit ihrer Belastung, sondern dass er in Jesus und durch den Heiligen Geist ihnen nahe ist und nahe kommt. So geschieht, was geschieht in verschiedenen Schritten. Zunächst einmal, Gott, der Universale, wird geboren und beschränkt sich selbst, indem er Mensch wird. Als Mensch kann er nur an einer Stelle sein. Ganz klar, an einer Stelle. Und wenn es denn darum geht, größere Strecken zurückzulegen, dann muss er diese Strecken zurücklegen. Das hat er in dem Jahr seines Wirkens gemacht, ganz positiv. Aber dann hat man ihn verhaftet und getötet. Und damit scheint dieser Weg abgeschnitten zu sein, wenn er nicht dieses Erleben der Auferstehung war, was die erste Entschränkung ist. Nämlich der Mensch Jesus, der Gott Jesus, wird nicht mehr festgehalten in den Dimensionen der Endlichkeit, sondern er geht darüber hinaus. Er erschließt quasi die Unendlichkeit, das Leben im Jenseits für die Menschen, die ihm begegnen. Und das nicht mehr so beschränkt, so nach dem Motto, jetzt muss ich 600 Meter gehen dahin, sondern er erscheint, wo er will. Er erscheint den Jüngern von Emmaus, er erscheint Maria Magdalena, er erscheint den Jüngern vielfach und vielen, vielen anderen auch. Das ist eine erste Entschränkung. Aber die nächste muss kommen, nämlich eine ewige Präsenz Jesu. Das ist ja gar nicht gewollt. Sondern im Gegenteil. Gott will uns mit unseren Kräften mitnehmen und deshalb schenkt er sich im Heiligen Geist in uns hinein. Das nimmt uns nicht die Freiheit, das macht uns aber auch zugleich nicht abhängig von einem immer präsenten Gott, sondern wir dürfen nun an ihn glauben, wir dürfen mit ihm gehen, aber wir dürfen das zugleich in aller Freiheit machen. Soweit ein kleiner Gedanke über diesen Predigttext. Ich sage jetzt einfach mal Amen. Habt ihr es gehört? Da hat doch tatsächlich das Telefon geklingelt. Das würde natürlich in einem normalen Gottesdienst nicht passieren, aber da ich ja hier in meinem Büro sitze, kann das natürlich sein. Auch nicht schlimm, weil Büro, Telefon klingelt. Telefon klingelt bedeutet, wir sind im Kontakt miteinander. Wir sind uns nicht egal, sondern wir sagen uns weiter. Wir verbinden uns weiter. Und so ist das natürlich auch mit dem Geist Gottes. Das ist auch so sozusagen der Anruf Gottes mitten in unseren Alltag hinein. Egal, was wir gerade machen, sondern er ist da. Er ist da für alle, völlig uneingeschränkt in seinem Geist. Lasst uns beten.
Guter Gott, du schenkst uns deinen Geist und du sorgst dafür, dass deine Botschaft an alle Menschen übermittelt werden kann. Du gibst uns zugleich die Freiheit, nach unseren eigenen Kräften und unserem eigenen Verstehen dein Wort auszurichten. Du gibst dich wieder einmal in unsere Hand, wir als Menschen und auch als Gott, Heiliger Geist, weil du weißt, dass selbst wenn wir scheitern, dein Wort nur durch uns gesagt werden soll, durch die Freiheit dessen, der dir begegnet und der dabei frei bleibt und der nach bestem Wissen und Gewissen dieses Wort weitersagen soll, damit die Menschen es in Freiheit begreifen können und dass dein Geist auf sie komme, ohne sie zu vergewaltigen, sondern sie mitzunehmen auf sanfte Art und Weise, wie du es in Jesus Christus begonnen hast. So bitten wir dich, schenke uns diese Kraft, schenke uns diesen Elan, aber schenke uns auch Momente der Einkehr, dass wir dir begegnen können in der Liebe deines Geistes, den du in unser Herz schüttest. Du, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne euch unser Gott. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns allen seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen super schönen, wunderbaren Sonntag, voller Begegnungen und vielleicht auch mit Anrufen. Ist egal. Hauptsache, wir hören voneinander, wir machen uns gemein. Alles Gute. Tschüss.